Der nächste Überfall war dann auf einer Bank, die Zürcher Kantonalbank in Hittau. Und dort sind leider zwei kleine Kinder dabei gewesen. Und ich habe das Ding völlig durchgezogen. Ich hatte null Empfindungen gehabt. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die ein Mensch machen kann, dass jegliches Mitgefühl abschaltet ist. Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo miteinander und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Vatergrad. Mega schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Auf das heutige Gespräch habe ich mich ganz besonders gefreut. Und ich glaube, meine Kollegen sind alle dankbar, dass es endlich stattfindet, weil ich ihnen, glaube ich, recht in den Ohren gelegen bin damit. Aber jetzt ist es endlich soweit. Item weg von mir, ich möchte dich, Rudolf, Rudi, Szabo. Szabo, spricht da richtig aus? Ich spiele zwei S. Im Ungarischen gibt es kein Doppel-S, sondern man schreibt SZ. Ah. Und das wird Doppel-S ausgesprochen. Okay. Dann möchte ich dich, Rudi, Szabo, herzlich begrüßen als Gast von mir in dieser Folge. Und ja, du bist, darf man das so plakativ sagen, ein ehemaliger Bankräuber. Ja, kann man so sagen, ja. Kennengelernt habe ich dich ganz zufällig. Würdest du erzählen, wie wir es kennengelernt haben? Ja, ich will nur so sagen, es gibt keine Zufälle, es ist ein Zufallen, ein göttliches Zufallen. Schöner Satz. Und ja, dass dann so die Beziehungen da entstehen. Ich habe einen Auftrag bekommen, also beziehungsweise eine Anfrage von der Evangelischen Kirche, ob ich Workshops anbieten würde für Jugendliche, die gerne meine Geschichte würden erfahren würden. Wo eben dann früher, als ich kriminell war, dass ich dann nachher auf dem Weg zum Christ, bin ich den Weg können vollziehen, beziehungsweise auch die entsprechende Unterstützung bekommen habe, dass ich dann das auch können umsetzen. Und heute bin ich als Pädagog und Sozialarbeiter tätig, vor allem mit Suchtbetroffenen und Randständigen in der Gassenarbeit, beziehungsweise Streetworking in Basel. Ja. Mega cool. Auf das kommen wir vermutlich eh noch. Genau, und falls ihr euch fragt, wieso dass es da im Hintergrund neu so ein bisschen knustert und knastert, wir dürfen ein Interview im Benedikt Buchcafé in St. Gallen führen. Und zwar mega cool, weil der Rudi ein Buch geschrieben hat über sein Leben, über seine Geschichte. Und da dürfen am 11. Mai, hast du gesagt. Stimmt das? Jawohl. Du darfst da eine Vorlesung machen, genau. Also wenn ihr euch ja, die Folge reinziehen und nachher denkt, hey, mega cool, den Mensch will ich mal live kennenlernen, dann trägt euch das Datum 11. Mai rot im Kalender ein. Benedikt, Buchcafé St. Gallen. Darf ich da etwas ergänzen? Unbedingt. Ja, der Vortrag wird aber ganz in der Nähe stattfinden, wo ein größerer Saal ist, weil sie erwartet dann wesentlich mehr Leute. Mhm. Ja. Und da die genaueren Informationen kann man auf der Homepage vom Buchladen www.buchcafé.ch dort nachlesen. Super gut. Dann werde ich die Homepage dann gerade auch in der Beschreibung von der Folge unten verlinken. Dann könnt ihr einfach abscrollen und draufklicken. Dann sind wir gerade dort. So viel zum Werbeslogan. Aber was mega wichtig ist, ich freue mich mega, dürfen wir es hier machen. Ist eine coole Erfahrung. Und gerade für mich ist es mega speziell an dem Workshop, den du schon erwähnt hast, Rudi. Ja, ich sage jetzt auch, das göttliche Zufallen bin ich eigentlich nur dort gewesen, weil ich eine Gruppe von meinen Jugendlichen begleitet habe. Und dann war mir ein bisschen langweilig gewesen, währenddem alle in den Workshops waren und habe gefunden, ja, ich gehe jetzt auch mal einen Workshop hören und bin genau in deinen Workshop hineingelaufen und bin so begeistert gewesen, dass ich dachte, also, und jetzt traue ich mich mal zum Fragen, ob man vielleicht könnte ein Interview machen. Und du bist voll dabei gewesen, hat mich mega gefreut. So. Selbstverständlich. Gut, jetzt darf ich dich ausfragen. So der Klassiker, die allererste Frage. Ich habe dann auch so ein bisschen bei meinen Mitstudenten angefragt, hey, wenn du die Chance hättest, zu einem ehemaligen Bankräuber, ich finde es immer noch mega plakativ. Ist das für dich wirklich so voll okay? Ich habe es auch schon gedacht bei den Workshop-Ausschreibungen und so.
Ja, es ist eine Vergangenheit. Mhm. Es ist ein Teil von meiner Geschichte und die gehört halt zu mir. Aber ich tue es auch nicht in dem Sinn beschönigen oder als heroische Gestalt anbringen, sondern es ist auch eine Erklärung, wo ist der tiefste Punkt in deinem Leben mal gewesen und dann hast du den Scheiß gemacht. Mhm. Und es gibt auch mal so auch eine Bibelstelle, schöne, wo man nicht gerade so wortwörtlich ist, aber aus jeder Scheiße, die man hat, kann man etwas Fruchtbares draus machen. Also ein Fruchtboden draus und dann können daraus Früchte wachsen. Ja. Und es ist auch so, in dem Sinn plakativ auch aufgezeigt, möchte ich aufzeigen, man kann einen tiefen Fall im Leben machen, aber man überkommt auch die Chancen über, einen Neuanfang zu machen. Mhm. Und eben, wenn man dann sagt, zufällig kommt man gewisse Leute an, dann ist es eben nicht zufällig, sondern es sind genau die Leute, die einem helfen können. Und das sind oftmals Christen gewesen, die mir geholfen haben. Ja, dann komme ich zu dieser Klassikerfrage, die ich schon angestoßen habe. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also wenn ich ganz, ganz früh noch anfange, dann muss es ganz kurz erklären. Eigentlich im Babyalter bin ich misshandelt worden. Man hat mich nicht richtig betreut, weil meine Mutter hat müssen arbeiten. Mein Vater und meine Mutter haben sich mal getrennt gehabt für eine Weile und die Mutter hat mich mit einer Pflegemutter müssen oder eine Tagesmutter müssen unterbringen. Und dazu mal, das war Anfang 60er Jahre, hat man noch nicht können, also hat es noch keine pädagogische Ausbildung für das gegeben, sondern da hat man einfach Kinderhütung gemacht. Und die Frau war überfordert mit ihr, weil ich innerhalb der Familie ist auch viel Streit vorhanden gewesen. Mein Vater hat 11 Geschwister gehabt und eine sehr große Familie und dort hat es immer Zoff gegeben und meine Großmutter, ich habe sie sehr geliebt, aber hat meine Mutter ganz schlimme Sachen über meine Mutter erzählt, dass sie zum Beispiel extra schwanger geworden ist und das hat richtig Gift gegeben, die Beziehung. Und dann hat sich mein Vater von ihr getrennt. Sie hat müssen arbeiten gehen und ich bin dann bei dieser Tagesmutter gelandet und ich als Kleinkind, 2-3-jährig, habe Sehnsucht nach meinen Eltern gehabt, Trennungsängste gehabt und habe die ganze Zeit brüllt und habe andere Kinder angesteckt und so hat sie mich einfach in den Keller runtergetan. Und meine Mutter hat null Ahnung gehabt, das ist halt längere Zeit, also über ein Jahr gegangen. Und dann ist der Vater, der hat der Sehnsucht gehabt nach seiner Frau, die hat sie immer noch geliebt. Und dann ist er wieder zurückgekommen, die beiden haben sich in die Arme geschlossen und dann hat er gefragt, wo ist mein Sohn, der Rudi? Und dann ist er mich suchen gegangen bei dieser Tagesmutter und dann sie sagt, eben der Schreihals ist unten im Keller und dann hat er mich dort unten gefunden, in meinem eigenen Kot, im Urin, schluchzend, im Dunkeln vor mir hinsitzen, wo er mich dann gefunden hat. So. Und das sind eine von den ersten traumatischen Verhältnissen, wo ich als Kleinkind da kannst du nichts machen, du bist dem Hitler ausgeliefert. Und das sind die ersten Prägungen, die du mitgenommen hast und dann ist das in die Schulzeit gegangen, ich bin sehr schlechter Schüler, verhaltensauffällig gewesen. Mein Vater war auch hilflos gewesen. Mein Vater hat durch seinen Vater, also mein Großvater, hat viel Gewalt erfahren, beziehungsweise wenn sie die 12 Kinder nicht recht tun haben, dann hat er sie verprügelt. Und mein Vater in seiner Hilflosigkeit, ab meiner Verhaltensauffälligkeit, hat auch nichts anderes gewusst gehabt und hat mich halt auch verprügelt. Und so bin ich halt aufgewachsen in einem Verhältnis, wo Macht und Gewalt, aber auch Zuneigung miteinander abwechselnd war. Mein Vater hat ursprünglich Automech gelernt, dann auch bei der Swissair Flugzeugmech. Okay. Dann hat er uns einmal mitgenommen in die Werft. Und das war eine spannende Sache für uns Kinder, wenn wir da durch Flüge herumkreiseln durften. Und da habe ich meinen Vater geliebt und hoch bewundert. Ja. Und das war also ein Spannungsverhältnis zwischen Vater und mir. Und als Ältester von 3 Kindern habe ich halt immer alles abbekommen. Also da bin ich immer verprügelt worden von ihm, wenn ich etwas schräg gelaufen ist oder vor allem, wenn ich in der Schule Strafaufgaben nicht gemacht habe oder Schule geschwänzt habe. Dann hat er nicht gewusst, anders sich... Pädagogik ist in dem Sinn nur ein Bestandteil gewesen. Man muss züchtigen. Und so ist dann halt... bin ich halt in dem Dilemma aufgewachsen. Mit 8 Jahren habe ich mit
Kampfsport angefangen. Zuerst mit Judo, später Jiu-Jitsu und dann Aikido. Aikido habe ich dann sehr gerne gemacht. Mhm. Und mein erstes Erfolgserlebnis war mit 14. Ja. Ich habe wirklich einen großen Scheiß gemacht. Ich habe die Unterschrift von meinem Vater gefälscht. Ich hätte eine Strafaufgabe von ihm unterschreiben und ich wollte das nicht, weil ich wusste, es gibt wieder Prügel. Mhm. Und dann hat der Leo natürlich das gemerkt und hat meinen Vater angerufen. Und kampftechnisch bin ich nicht so weit gewesen, dass ich den Brugurt im Aikido hatte. Das ist ein Gurt vom Meistergrad, das erste Dan. Oh, wow. Okay. Und ja, ich bin dann am Boden gelegen, er schlägt mich und als er den ausholen tut mit dem Fuß, will mich ginken, dann mache ich dann am Boden liegend in dieser hilflosen Situation, sage ich mir, jetzt langt es. Ja. Und dann habe ich eine Gegenbewegung gemacht mit meiner Fußkante und er schlägt voll in die Fußkante, ihm bricht sich das Bein, also der Fußgelenk. Und das war ein sehr komplizierter Bruch und da hat dann auch sehr, sehr weh getan. Ja. Und für mich war das ein Erfolgserlebnis, weil er mich das letzte Mal geschlagen hat. Mhm. Und wenn du als 14-Jähriger, dass ich dir einsuchst, dass wenn du Gewalt aufwendest, hast du Erfolg damit, kannst du ein Problem lösen damit. Mhm. Und da hat sich in mir dann eingetragen, auch in der Schule. Da habe ich mich gerne ein bisschen als Held aufgespielt, indem ich dann Leute verprügelt habe, die andere Mobben tun. Und dann bin ich der Held gewesen. Ja, klar, ja. Und dann fühlst du dich wahnsinnig gut. Mhm. Aber dann das, was du vom Baby her Alter während der Schulzeit bis in die Jugendzeitalter mitnimmst, das ist ein grosses entwickeltes Minderwertigkeitsproblem. Ja. Und die Minderwertigkeit, die nimmst du mit ins Erwachsenenalter. Mhm. Und ja, ich hatte immer sehr eine aggressive Gedankenwelt gehabt. Findlich habe ich mich meine Umwelt eigentlich immer wahrgenommen. Mhm. Und auch durch den Kampfsport bin ich da hypersensibel auf das gewesen. Wenn irgendetwas ist, dann bin ich sofort abwehrbereit gewesen. Ja. Und dann hat es noch eine andere geschichtliche Bedeutung, weil unsere Familie hat unter den Nazis und unter den Kommunisten gelitten. Und wir haben beides erlebt. Und da hat sich dann auch das Feindbild projiziert in mir drin, wo ich auch festgehalten habe. Und Feindbilder sind ja eigentlich immer ein Grund, dass man in einem früheren Zeitraum sich benachteiligt gefühlt hat. Mhm. Und man, wenn man die Benachteiligung oder eben die Minderwertigkeitsproblematik will kompensieren, dann braucht man Feindbilder. Mhm. Dann habe ich mich an eine Lehre angefangen, auf dem Bau, und habe mich dann da eingebürgert, weil ich bin ursprünglich aus Wien gekommen. Mit 7 Jahren bin ich in die Schweiz gekommen und dann habe ich mich in der Armee melden als Schweizer, als junger Schweizer Bürger. Und dort habe ich mir gesagt, ja, wenn die bösen Kommunisten kommen, weil da zumal ist gerade die Sowjetunion der höhere ihrer Macht gewesen und man hat auch gemunkelt, die könnten Westeuropa überfallen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn die kommen, dann gebe ich das zurück, was sie in unserer Familie angetan haben. Okay. Das sind eben so Fantasiebilder. Ja. In einem Dienen aggressive Grundmuster, die begründet sind auf die Minderwertigkeitsproblematik, die man hat. Und da hat dann dazu geführt, dass ich mich freiwillig bei den Grenadier gemeldet habe. Ich war sehr gut, war topfit da zumal und habe die Unteroffizierschule gemacht, abverdient. Und bis so gut war, aus sportlicher Hinsicht, habe ich für Grenadierschulen einen Wettkampf gewonnen, Goldmedaille. Und hat dann dafür die Grenadier-Medaillen bekommen. Wow. Und alles, die Winkel, die Auszeichnungen und Spezialitäten, ich war Scharfschütze noch und Pi-Soldat, also Pionier, Sprengmeister. Ja. Und so Sachen, da hast du alles Spezialisierungen gehabt, auch Sanität, bis ich ja gut in der Sanität war, Erstversorgung, Mundversorgung, das habe ich leidenschaftlich gern gemacht. Ja. Und ich noch heute noch brauche. Und ist auf jeden Fall ist alles ein Ding, um deine eigene Minderwertigkeit zu übertünchen. Mhm. Es ist alles eigentlich eine Maske. Mhm. Eine Hülle, wo man eben so Winkel mit jeder Beförderung, jede Medaille, die du bekommst, das sind alles so Auszeichnungen, um deine eigene Minderwertigkeit zu übertünchen. Mhm. Aber du nimmst das mit, wenn das nicht behandelt wird, also wenn das therapeutisch nicht angegangen wird,
Das andere Verhaltensmechanismen, deine Findbilder durch erklären. Warum hast du die Findbilder? Wie kannst du das wieder ein bisschen abbauen, damit du ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln tust? Weil das Selbstvertrauen habe ich auf meinen Kampfsport und auf meine sehr starke körperliche Kräfte zurückgeholt. Ja. Aber das ist alles nur Fassade. Und der hypersensible Rudi im Hintergrund, der ist eigentlich immer wieder vorgekommen, wenn Krisensituationen gewesen sind. Ja. Ja. Und ja, ich habe dann nachher mich verliebt. Da muss man sagen, Frauen sind ein Glück für uns Männer. Sie sozialisieren uns, weil man braucht keine Muckis, um eine Frau zu beeindrucken, sondern man muss freundlich sein, zärtlich sein, zuvorkommend sein, hilfsbereit sein. Das und, stimmt. Ja, das ist eine Sozialisierung. Und die Verliebtheitsphase, das ist eigentlich ein echter Segen, der zwischen Mann und Frau passieren kann. Also auch gleichgeschlechtlich, will da nicht ausklammern, aber bei mir ist es jetzt so der Fall gewesen. Ja. Und aus dem hat es dann eine Ehe gegeben. Wir haben zusammen 5 Kinder, 4 Söhne und eine Tochter. Hat's dann gegeben. Und das ist eigentlich meine glücklichste Zeit gewesen. Ja. Ich habe in dieser Zeit mir auch selbstständig gemacht, hatte ein Bauunternehmen gehabt. Und dann ist eben 1994, 1995 hat es eine Baukrise da in der Schweiz gegeben. Aha. Hervorgerufen von den lieben Banken. Die Banken haben mir nicht helfen wollen, weil ich praktisch keine Aufträge mehr gehabt über den Winter. Und ich musste doch Rechnungen zahlen. Sie haben mir keinen Überbrückungskredit gegeben und haben mir dann auch den Geschäftskonto gefunden. Und dennoch haben alte Verhaltensmuster bei mir sind dann zum Träger gekommen und haben gesagt, okay, wenn die mir das Geld nicht geben wollen, dann gehe ich gar nicht bei ihnen. Was im Nachhinein nicht so eine gute Idee war. Das ist aber eben dem, wenn man sagt, wenn man gewisse Verhaltens- und Aggressionsmechanismen in sich hat, wo man nie therapeutisch angegangen ist. Ich habe einen friedlichen Bauer, einen lieben Bauer, der seine Kinder sehr liebt. Ja. Ich habe meine Kinder sehr geliebt. Ich bin aufgegangen in dieser Arbeit als Papa. Mit Geschichten erzählen, mit Gutnachtliedli sagen. Das ist das, was ich geliebt habe mit meinen Kindern. Aber wenn dann dir alles weggenommen wird, dann sind die finanziellen Krisen immer zugenommen. Und dann ist meine Frau fremdgegangen und dann ist sie aus dem Mal ausgezogen und hat gesagt, so, jetzt musst du 6200 Franken Alimente zahlen. Und du als Vater hast null Chance gehabt, da in der Schweiz Gesetzgebung ist das so. Du bist der zahlende Vater und du musst jetzt das zahlen. Und wenn du zahlst, dann wirst du betrieben oder wirst irgendwie. Also du hast immer das 2 am Rücken. Du siehst Kinder. Ich habe dazu mal nur einmal im Monat für eine Woche meine Kinder sehen. Und das ist, da habe ich gesagt, hey, die Kinder zeugt. Ich war ein Familienpapi, ich hatte auch gewisse Aufgaben gehabt. Und wenn du in dieser Hütte drin stehst und es ist alles leer, und wo vorne Kinder einmal in den kommen, ist Papi, Papi, und alle erzählen von den Kindern, von der Schule oder von dem Kindergarten, tote Stille. Da hat mir eben dann den Knopf gedrückt, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt gehe ich das Geld holen, wenn ich es nicht über. Ja. Ja, da bist du sicher in einer ziemlichen Not und Einsamkeit, stelle ich mir vor. Das auch, Verlassenheitsgefühl. Ja. Da ist eben dann der Mechanismus, auch von dem, den ich im Babyalter erwünscht habe. Ja. Die Verlassenheit, das Traumata ist wieder vorgekommen, ohne dass es mir bewusst wird. Denn die Minderwertigkeitsgefühl, du bist eigentlich ein Versager gewesen, du hast zu wenig Geld verdient mit dem Baugeschäft. Und die Versagensgefühl, dir zu verdrängen, du bist ein Tatmensch, du überkommst es in den Griff über. Aber das ist ja nicht Realität, das ist ja eine Einbildung von dir selber, um deinen eigenen Minderwert aufzupeppen. Und weil jetzt alles draußen ist und nicht gegangen ist, hast du in der letzten Verzweiflung gesagt, okay, jetzt handle ich aggressiv. Ja. Ich probiere es so, das Problem zu lösen. Und ist natürlich voll die Hose. Puh, übel. Okay. Danke erst einmal jetzt schon an dieser Stelle für die Offenheit. Gell? Ich schätze das sehr. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Wenn man dann gerade den Schritt weitergeht, wie haben denn die Überfälle ausgesehen? Es waren ja mehrere, habe ich im Kopf. Ja, genau. Also der erste Überfall war ein Liebhaber von meiner Ex-Frau. Er war auch ein vermögender Geschäftsmann und ich wusste, wo er wohnt.
habe auch von ihrer Erzählung gehört, kann sagen, dass er einen Tresor in der Wohnung hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du schon meine Frau raus ist, dann nachher gehen wir das Geld bei dir holen. Mhm. Und dummerweise, der nicht klappt, der macht Türen auf und ich dringe ein und der versucht sich zu wehren. Und das ist für mich so wie, ich als Kampfsportler bin dann dran an und habe ihn natürlich gepackt, den Boden gerührt und auf ihn auf die Brust aufgeknüllt und hat dutzende Mal auf seinen Kopf eingeschlagen. Und er hat wirklich geblutet, hat viel Zeit draussen gehabt, Kieferbruch, Nasenbeinbruch. Und damit er nicht schreien kann, habe ich ein Bindungsklebeband über sein Maul getan. Und wo dann die Notfallärztin ihn verarztet hat, hat sie ihm Bericht geschrieben, der Täter hat ihm gekauft, nur dass er das Opfer im eigenen Blut hat können ersticken konnte. Und aus dem ist dann der Anschlag resultiert, versuchter Totschlag. Ja. Das war der erste Überfall gewesen, und dann hat es eine Reihe andere gegeben. Der nächste Überfall war dann auf einer Bank gewesen, Zürcher Kantonalbank in Hittau. Und dort sind leider zwei kleine Kinder dabei gewesen. Und ich habe das Ding völlig durchgezogen. Ich habe null Empfindungen gehabt. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die ein Mensch machen kann, dass jegliches Mitgefühl abschaltet ist. Ja. Und du hast einfach dein Ziel gehabt. Ich habe das Ziel, den Tresor rum gehabt. Und mehr nicht. Wenn alles zwischen dir im Weg steht, okay, kein Problem. Scheuklappensystem. Ja. Ganz genau. Also nicht nur Scheuklappensystem, es ist das, was ich gemacht habe, äußerst brutal gewesen. Also ich habe das kleine Mädchen ist mir aufs Mal im Weg gestanden und dann ist er die Haare gepackt und dann die Waffen an die Schläfe gehalten, eine kleine Armeewaffe. Und das Mädel ist dann nachdem schwerst traumatisiert gewesen. Das Mädel ist 5 Jahre alt gewesen, gleich alt wie meine Kinder eigentlich. Und das ist ein absoluter Tiefpunkt als Mensch, den du kannst machen, wenn du so primitive, gewalttätige Sachen kannst vollziehen. Und so bin ich dann an die Beutelgelder angekommen, abgehauen und innerhalb von 4 Minuten war das erledigt und für mich ein Erfolg. Ja, es ist immer, ich habe immer zeitmässig gemacht, wo der nächste Polizeiposten ist. Wenn ein stiller Alarm rausgeht, hat man etwa 5 Minuten Zeit. Und ich habe gesagt, in 4 Minuten sind wir wieder draußen. Und es hat immer funktioniert. Ich habe einen ganzen 7 Überfall gemacht. Ich habe dann später, dann nach einer Gefängnisentlassung, habe ich dann der Familie geschrieben, mich da versucht zu entschuldigen und hat dann ein Gespräch mit dem Vater gegeben. Später dann vor 4-5 Jahren, also das Ganze ist ja bald schon 25 Jahre her, und vor 4-5 Jahren habe ich mit dem Vater zusammen noch nach meiner sozialpädagogischen Ausbildung habe ich ihn gefragt, ob er auch mit mir Gefängnisarbeit wird machen, wo wir mit Tätern, die ähnliche Delikte gemacht haben, wo er als Opfer könnte aussagen, dass wir Opfer-Täter-Gespräche üben. Da, was wir zwei dann gemacht haben, haben wir dann in den Gefängnis gemacht. Und da hat er dann mitgemacht, er ist ein toller Mann und er ist so authentisch gewesen, er hat dann können, wenn er erzählt hat vor den anderen Knackis, was er durchgemacht hat mit seinen Kindern und mit seiner Frau, das ist also erschütternd gewesen. Ja. Das Mädchen hat an dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr gegessen. Sie war 5-jährig. Sie hat nur noch flüssig und in Breiform gegessen. Okay. Und in der Pubertät hat sie dann ist sie magersüchtig geworden, ist fast an dem gestorben, weil sie nichts mehr essen wollte und hat in eine Spezialklinik für magersüchtige Mädels und dort ist sie behandelt worden und es hat eine längere Zeit, also ich glaube 1 oder 2 Jahre gebraucht, bis sie sich aufgefangen hat. Wo sie dann nachher rausgekommen ist, hat sie dann eine Kamerlehre machen und dann eben vor 4-5 Jahren, wo ich dann mit dem Vater da die Gefängnisarbeit gemacht habe, kommt dann der Vater zu mir und hat gesagt, meine Sandra hat es geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja, hat sie die Magersucht in den Griff bekommen. Und sagte, ja, dort ist sie noch am Kämpfen. Aber sie hat jetzt erfolgreich Kantonspolizeiprüfung geschafft und jetzt tut sie so Typen wie dich einbuchten. Also ein kleines Happy End hat es dann Schluss gegeben. Aber man muss sich vorstellen, wenn ich dem Mädel zugefügt habe, dass sie das Leben lang, eigentlich 20 Jahre lang, gelitten hat unter dem Scheiß, den ich gemacht habe, unter der primitiven Tat, wo ich jegliches Mitgefühl nicht zugelassen habe, dass ein Mädel so etwas hätte müssen tun machen. Ein hilfloses Wesen. Ich kann dann auch sagen, ich war ja mal Opfer als Baby.
Ich war auch hilflos an einer Situation ausgeliefert, wo ich mich nicht wehren konnte. Aber das berechtigt mich nicht, an einem anderen Menschen auch so etwas anzutun. Und das ist ja bei vielen Verbrechen ist das ja so der Fall, dass die meisten Verbrecher, die Gewaltverbrechen machen, selber Gewalt in ihrer Kindheit oder Jugendzeit erlebt haben. Ja. In dem Fall muss ich dich gar nicht fragen, wie du dich währenddessen gefühlt hast, weil anscheinend eben hast du einfach alles abgestellt. Ja, das ist jegliche Form von Gewalt. Du siehst nur Ziel und du gehst auf das Ziel und ziehst es durch. Das ist gleich, was dich im Weg steht. Ist irgendwann im Nachhinein ein Gefühl von Reue oder so gekommen? Also, bis zur Therapie nicht. Da tust du alles rechtfertigen. Und das ist ja so problematisches Verhalten von den meisten Kriminellen, die das sehr erfolgreich verdrängen tun. Sie tun jegliche Form Schuldanerkennung tun sie von sich wegschieben, sondern sie sagen, ja, die Leute sind am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen, shit happens. Oder du hast es verharmlosen, ja, ich ja nur das Geld holen und ich ja nicht wollen, das ist ja nicht nur 4 Minuten gegangen, das Ganze. Die kommen schon über das hinweg. Die Verharmlosung oder Rechtfertigung, ja, meine Ex-Frau hat 6200 Franken Alimente wollen. Ich meine, damit ich meine Kinder gesehen habe, muss ich auch irgendwo das Geld herholen. Also mache ich die Überfälle. Das sind so Rechtfertigungen, eben so, das ist eine Masche von kriminellen Menschen, um sich nicht der Tat selber zu stellen. Ja. Und erst, als ich dann Therapie angefangen habe, da hatte ich eine knallharte Therapeutin gehabt. Und die hat dann, die hat mir die Nase an den Ohren gepackt, damit ich dann endlich mal anstehe und die Rechtfertigungen, Schuldzuweisungen und Verharmlosungen, dass ich da mal hinterfragen tun und mich anschauen, was hast du da gemacht? Und erst mit der therapeutischen Aufarbeitung und der Entwicklung von der Empathie, da war ja nicht alles verloren gewesen, weil ich habe meine Kinder ja geliebt. Ja. Und da hat sie immer den Druck geschafft. Schau, deine Kinder, die du so liebst, die Kinder, die du da überfallen hast, die sind genau im gleichen Alter gewesen. Und jetzt stell dir vor, das wären da deine Kinder. Was würdest du mit dem Mann machen, der deine Kinder so bedrohen würde? Dann habe ich gerade rausgesagt, der hat erstens mal keinen Schnellbutz mehr und zweitens ist er tot und ich gehe auf eine Höhle, geht er in den Knast. Ja. Und dann hat sie gesagt, hat sie gerade die Hände verrückt, ja, jetzt kommen sie wieder mit Gewaltmuster und so weiter. Aber sie hat bei den 4 Jahren freiwillig zu ihrer Therapie. Ich bin ja im Ganzen zu 9 Jahren Knast verurteilt worden, und ich 6 Jahre abgehockt habe und wegen guter Führung und weil ich ein Erstlingstäter war, also das erste Mal kriminell tätig war, habe ich doch 2/3 von meiner Strafe bin ich dann entlassen worden. Heute haben wir auch immer noch Kontakt zueinander und die gute Frau, ihr habe ich es eigentlich zu verdanken, dass ich dann auch im pädagogisch-therapeutischen Bereich heute so viel Erfolg haben. Ja. Weil sie hat es gepackt. Und da sage ich eben auch, der Herrgott hat die Frau geschickt, obwohl sie am Anfang kann ich sie ja gerne genommen. Aber so fangen die besten Beziehungen an, habe ich festgestellt, wenn man am Anfang das Gefühl hat, nein. Also bei meinen besten Kollegen ist es so, am Anfang habe ich die voll kacke gefunden. Aber jetzt ist er mein bester Kollege, also da gibt es glaube ich noch jemanden. Wenn wir nochmal auf die Überfälle gehen, du hast jetzt gesagt, eben, du hast eigentlich mega zeitlich durchgeplant und bist nicht allein gewesen, du hast von mir geredet. Ja, ich war leider sehr verantwortungslos zu dem Zeitpunkt. Ich konnte Mitarbeiter die Löhne können zahlen, ich hatte zum Teil bis 6 Mitarbeiter gehabt, aber die Überfälle habe ich mit Abwechslungen sind wir bei dir zu dritten, zu vierten gewesen, wo wir die Überfälle gemacht haben. Weil ich die Löhne nicht zahlen konnte. Und dann habe ich so ein bisschen eine Hubin-Rutz-Story gebracht. Ja, wenn die bösen Banken da uns nicht helfen, dann gehen wir es halt holen bei ihnen. Und die sind voll abgefahren. Die sind alle recht jung gewesen, zwischen 17 und 22. Und da bin ich als 35-Jähriger da zumal, habe ich da meine Autorität habe ich da missbraucht, als Chef der Firma. Und da habe ich die Verantwortung als wesentlich älter und als ihren Chef überhaupt nicht wahrgenommen. Was ist mit ihnen passiert? Weißt du, das ist noch eine gute Geschichte. Sind bei allen eigentlich gut rausgekommen. Der andere Haupttäter, der bei jedem Überfall war, der hat dann im Knast eine Malerlehre angefangen und hat heute das Malergeschäft. Cool.
hat dann während der Zeit, wo er im Knast war, hat er am Wochenende auch raus, die Diskothek, und dort hat er eine attraktive junge Dame kennengelernt, und die hat dann ausgerechnet ein Jus-Studium gemacht. Ah. Und mit ihr hat er seine 3 Töchter. Ah, schön. Und er hat mich dann auch zur Hochzeit eingeladen. Und der andere Täter, der hat eine ganz, ganz schwierige Kindheit gehabt. Aber ich würde da jetzt auf ihn weniger drauf eingehen, ja, weil er hat mich darum gebeten, dass ich das nicht erkläre und was die Details sind. Aber so am Schluss kann ich Ihnen sagen, er hat ein Theologiestudium gemacht und ist heute in der Jugendarbeit tätig. Schön. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Also, da hat es eine gute Wende gegeben. Mega schön. Ach, da freut's Herz. An dieser Stelle darf ich die Podcast-Folge zum Bankräuber mit dem Rudi Sabo ausnahmsweise pausieren, weil der Rudi, habt ihr auch schon gemerkt, ist ganz, ganz eine spannende Persönlichkeit und hat ganz viel zum erzählen. Jetzt im ersten Teil habt ihr von ihm gehört, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er Überfälle gemacht hat, wie sich da angefühlt hat, wie Überfälle ausgesehen haben. Und in einem zweiten Teil gehören da von ihm, was das dazu geführt hat, dass er ganz einen anderen Weg eingeschlagen hat. Gehören noch mehr von göttlichen Zufällen, Auswirkungen, wo seine Taten vielleicht heute noch hin, und wie es ihm heute geht, beziehungsweise was er noch für Pläne in der Zukunft hat. Ich freue mich, wenn ich auch den zweiten Teil von Rudi seine Geschichte noch anlasse. Und danke euch jetzt schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Denkt dran, auf Instagram findet ihr auch immer wieder passende Fotos, Videos zum aktuellen Wochenthema. Und ich werde es auch im zweiten Teil nochmal sagen, zu dieser Folge gibt es eine kleine Verlosung. Ihr könnt das Buch von Rudi Sabo knallhart durchgezogen bei uns gewinnen. Danke vielmals und bis ein anderes Mal. Vatergrad.